oben hin, sehen wir den Karl. Wollen wir euch noch einmal noch? Ja, wir sind fertig. So, also ich kann auf jeden Fall nicht raus. Ich schon. Ich kann sehen, wann an. So, Freunde, wir sind komplett, wir starten, Vorsicht bitte. Es geht los. Wirklich irgendwie doof. So, ein Ride-Review on Ride, ohne dass Bro selber mitfährt. Weil er hat keinen Bock. Und ich bin auch schlecht. Es ist so. Es ist, nee, es ist so. Es ist die Wahl. Es ist die Wahl. Ja. Aber dafür hat man halt gutes Personal, ne? Die Uschi arbeitet ja für Bro. Ja. Ich weiß nicht, ob man das Arbeit nennen kann oder ob das schon Versklavung ist. Man weiß es nicht. Servus in deiner Mitte. Es ist ja die Mischform aus Angestelltenverhältnis, Versklavung und sexueller Hörigkeit. Ja. Mit alle Leute, die kommen, das kann man. Wenn man die drei Komponenten zusammenführt, dann kriegt man das Verhältnis zu der Firma abgebildet. So, Uschi, zieh mir mal die Falten aus dem Gesicht. Ich habe vorher mit einem Dermatologen gesprochen, der hat gesagt, mach mal Uschi. Da dauert das gar nicht so lange, da musst du das nur so zwischen 40 und 45 Minuten machen. Das ist auch eine gute Nachricht, oder? Und für alle anderen, und auch vor allem für die, die im Physikunterricht von heute beide holen waren, das ist die sogenannte Zentrifuge. Schön, oder? Ja! Schön, wenn es aufhört. Oh, herrlich. Das ist ganz toll. Es fühlt sich so gut an. Das ist wie beim Sport, das ist wie beim Langstreckenlauf oder bei den ganzen anderen Sachen. Gutes Gefühl muss man sich verdienen, ja? Das kommt nicht so von selbst, da muss man vorher, muss man sich quälen. Qualität kommt von Qual. Da kann man auch leider so, dass sich Laufen beim Lauf gut anfühlt. Wenn du hinterher, wenn du unter der Dusche stehst und dann weißt, alles klar, ich habe hier 10 Kilometer gelaufen, das fühlt sich gut an. Aber währenddessen, hey, Bullshit, schließe, wer erzählt so eine Scheiße? Zack, zum Kotzen. Komm, Leute, pack mal an hier. Stellung, die Mission! Leute, wollt ihr noch mehr? Das habe ich
befürchte, dass das mit euch wieder so ein Arbeiten ausartet hier, oder? Ich hab hier voll den Endstress, ey, und du kommst mir mit so einer Scheiße. Ja, was will man da machen, ne? Scheiße, ja, das ist jetzt halt nicht so. Aber dafür hat man halt gutes Personal, ne? Die Uschi arbeitet dafür so, was man das Arbeit nennen kann oder ob das schon Versklavung ist. Man weiß es nicht. Servus oder in der Mitte. Es ist eine Mischung aus Angestelltenverhältnis, Versklavung und sexueller Höflichkeit. Ja. So, das kann man, wenn man die drei Komponenten zusammenführt, dann kriegt man das Verhältnis ungefähr abgebildet. So. Sushi, zieh dir mal einen Falken aus dem Gesicht, ey. Ich habe vorher mit einem Dermatologen gesprochen, der hat gesagt, auch bei Sushi, da dauert das gar nicht so lange, da musst du das nur so zwischen 40 und 45 Minuten machen. Das ist auch eine gute Nachricht, oder? Also für alle anderen und auch vor allem für die, die im Physikunterricht wieder nur Kreide holen waren. Das ist die sogenannte Zentrifugalkraft. Schön, oder? Ja, schön, wenn es aufhört. Oh, herrlich. Ganz toll. Es fühlt sich so gut an. Das ist so wie beim Sport. Das ist wie beim Langstreckenlauf oder bei den ganzen anderen Sachen. Gutes Gefühl muss man sich verdienen. Das kommt nicht so von selbst. Da muss man vorher muss man sich quälen. Qualität kommt vom Qualen. Da kann mir auch keiner erzählen, dass ich Laufen beim Laufen gut anfühle. Nee, hinterher, wenn du in der Dusche stehst und weißt, alles klar, ich habe jetzt 10 Kilometer gelaufen. Das fühlt sich gut an. Aber währenddessen, ey, Bullshit, Schwachsinn, wer erzählt so eine Scheiße? So zum Kotzen, ganz ehrlich. Komm, Leute, pack was an hier. Starte mich mit dem Zoll, 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 Zoll. Das ist auch scheiße, auch scheiße, auch scheiße, das geht. Oh yeah. So, Freunde. Kommen wir mal so langsam in die Kontakte hier, ne?
Sagen wir mal Schluss mit lustig hier. Dann machen wir mal Ende mit der Lab-Hell- und Kitty-Nummer dort.